Wir brauchen tatsächlich. Warte mal, Stahl. Stellen wir Stahl auch wieder her, indem wir uns einfach Eisennuggets. Steel Ingot. Das ist das hier. Normalerweise ist es. Ah, okay. Also mit Eisen und Kohle kriegen wir hier Stahl raus. Das ist in Ordnung. Also hier von wegen was aus Eisen-Ingots, Eisen-Nuggets machen, die durchbrutzeln und dann Stahl-Nuggets rauskriegen, ist hier nicht der Fall, wie es aussieht. Aber ist nicht schlimm. Also Kohle und Eisen ist, glaube ich, unser geringstes Problem. Das sollte funktionieren. Aber den will ich trotzdem nicht. Das bringt uns nicht, weil wir brauchen dafür zwei Diamanten. Die haben wir nicht. Dann gucken wir nochmal, ob wir hier. Gibt es vielleicht noch eine andere Variante? Nee, gibt das, glaube ich, nicht, wa? Aber ich möchte auch nicht. Oh. Also muss ich echt bis dahin noch selber alles immer zerkleinern, zerkloppen? Das ist ja blöd. So, gucken wir nochmal nach dem Breaker. Der Blockbreaker von Random Things. Das könnte natürlich der sein, der uns. Der wird auch mit Strom laufen. Der wird wahrscheinlich auch mit Strom laufen. Warte mal. Wir riskieren es. Ich weiß es jetzt tatsächlich nicht. Ich bin wirklich gerade am Ausprobieren. So. Dann brauchen wir. Wir brauchen eine Eisenspitzhacke, habe ich gerade gesehen. So. Die haben wir halt. Wir brauchen noch eine Redstone-Fackel. Das ist okay. Was brauchen wir noch? Normalen Bruchstein haben wir natürlich nicht mehr drin. So, gucken wir mal. Da haben wir ihn. Sehr schön. So, wir gucken mal, ob wir das irgendwie. Den nehmen wir mal kurz weg hier. Den werde ich wahrscheinlich. Werde ich. Müsste man den Ausgang festlegen, wahrscheinlich. Ich weiß nämlich jetzt gar nicht, ob man da eine Richtung. Oh! Er funktioniert auch so. Na, ist doch schon mal was. Okay, die gehen hier definitiv mit rein. Krieg aber jetzt hier nicht raus. Dazu müsste ich jetzt wahrscheinlich die Kiste ändern. Okay. Werde ich machen. Alter, es funktioniert. Gut, passt auf. Mache ich kurz mal eine kleine Planänderung. Ich werde die Kiste hier vorne hinstellen. Kann ich die hier so hinstellen? Ja, wunderbar. Perfekt. So, dann werde ich den Trichter in die Richtung laufen lassen. Und ich werde, muss ich nochmal kurz den Breaker hier hinsetzen. So. Dann bauen wir das hier wieder ab. Brauchen wir nicht mehr. Und jetzt dürfte hier eigentlich. Ja. Ist das geil. Gut, das macht er also ohne Strom. Man kann ja auch mal Glück haben. Wenn wir die Kiste ein bisschen doppelt so breit machen. Alter, Produktivität hoch 10. Folge gerade mal angefangen und wir haben schon den Kohlegenerator. Wir haben den Blockbreaker. Alter Verwalter, wir waren im Nether gucken. Und das in den ersten paar Minuten. Das ist natürlich ein Highlight. So, Kohle machen wir jetzt hier. Haben wir ein bisschen was da. Ja. Jetzt heißt es aber irgendwie hämmern. Und Hämmertime reden wir nicht drüber. Habe ich nicht wirklich oder hat man nicht wirklich so. Hat man nicht wirklich Lust drauf? Hämmer. Ist sonst was? Achso, das sind Treppen. Breaker Switch, Redstone Breaker. Achso, wir sollten vielleicht mal nach Hämmer gucken. Aber das waren, glaube ich, denn hier die. Ach, der Autohämmer. Aber hier steht ja auch nur. Achso, nee, ist ja Quatsch, wenn. Ach, das ist ja normale Hämmer. Wow. Also mit dem Steinhammer kann man nicht wirklich irgendwas anstellen. Man kriegt hier echt nur. Okay, hier fehlen die Texturen. Man kann mit einem Hammer so ja Holz abbauen und man kriegt dann hier diese Holzpelle, Holzstaub raus. Okay. Braucht man sowas? Was war das? Prismarin, okay, alles klar. Naja, gut.
bin ich gerade nicht wirklich überrascht. Kriegt man hier auch das Nether-Rack hier irgendwie? Adite, alles klar, das ist Kobalt. Compressed Nether-Rack, ja, Void natürlich nicht. Einen Void-Resource-Miner. Aha, da braucht man Linsen für. Mit dem habe ich auch noch nie gearbeitet. Fällt mir gerade mal so auf. Aus einem Redstone kriegt man Netherrack raus. Okay, alles klar. Also Lava rin, Redstone rin gekloppt, kein Wasser rüber. Ah, okay, alles klar. Kriegt man also auch. Werde ich aber jetzt mein kostbares Redstone jetzt nicht noch verschwenden. Davon haben wir jetzt noch 5. Alter, ich bin richtig zufrieden gerade. Die Tinkerschmiede läuft jedenfalls. Was haben wir denn hier noch? Haben wir hier noch irgendwie... Warte mal, müssen wir wieder hochlatschen hier. Warum habe ich denn jetzt hier eigentlich nochmal... So. Warum war jetzt hier Wasser drin? Weil es geregnet hat. Oh. Es hat geregnet. Ja. Okay, es hat geregnet. Macht natürlich gerade nicht wirklich Sinn. Also müssen wir gucken. Vielleicht können wir uns ja das Wasser irgendwie auch sammeln oder die Lava irgendwo sammeln. Warte mal. Wäre doch vielleicht auch ja nicht so blöd. Was haben wir denn hier an Tanks? Was haben wir denn an Tanks da? Modular-Tank, bla bla bla. Turbinensteuerung, hast du nicht gesehen? Multitank, okay, hier kannst du mehrere Flüssigkeiten drin sammeln, aber... Kann man den auch so verwenden oder muss der... Wo war der? Hier war der. Man kann hier 4 Flüssigkeiten drin sammeln. Die Frage ist gerade nur, wie viel... Um das Büchlein zu kriegen von RF Tools, müssten wir wahrscheinlich erstmal ein Teil irgendwie gebaut haben, wahrscheinlich. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Den anderen großen Tank von Immersive Engineering, den müssten wir teuer herstellen. Hier benötigt es wieder einfach nur, naja, das sind 8 Eisen. Die beiden Lapis, die haben wir. Goldklumpen wäre jetzt gerade kein Problem. Das kriegen wir hin. Ein Quantum-Tank, okay. Interner Tank. Okay, das sind alles hier für naja, für die K-Zeit. Singularity-Tank sagt mir jetzt nicht wirklich was. Tank-Upgrade. Was haben wir denn noch alles hier? Treibstofftank brauchen wir nicht. Flüssigkeitstank. Okay, der ist von Ender.io. Dafür brauchen wir Dunkelstahl ohne Ende und dazu müssen wir uns erstmal Dunkelstahl herstellen und dafür brauchen wir wesentlich mehr. Der wäre einfach zu teuer. So, naja, dann würde ich fast sagen, wollen wir uns an dem Multitank von RF Tools probieren? Ach komm. Versuchen wir es mal. So. Könnte natürlich auch fürchterlich jetzt in die Hose gehen. Ich hoffe es allerdings nicht. So, das brauchen wir. Wir brauchen, glaube ich, kein Redstone oder so weiter. Ne? Wir brauchen uns noch 4 Eisen und 4 Glas. Okay, so. Dann haben wir hier erstmal die 8 Eisen. Wir brauchen... Hatte ich hier nicht noch irgendwo noch Glas rumzuliegen oder so? Oder hat das echt verbraucht alles? Ich hatte doch meiner Meinung nach ein bisschen... mehr Glas hergestellt, als ich brauchte, oder? Täusche ich mich da gerade? Ach, hier ist er doch. Hat man ja kaum erkannt, Mensch. So, dann sollten wir eigentlich alle da haben, war hier so. Okay, ich hoffe, dass die Nummer jetzt nicht in die Hose geht. Da haben wir jetzt den und dann machen wir nochmal den und dann haben wir das auch. Multitank. Bin natürlich jetzt gerade interessiert dran, ne? So funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Hier können wir natürlich Lava sammeln. Wenn wir jetzt hier Strich darauf setzen, können wir hier schon mal Steine ohne Ende drin packen. Das heißt, er kann dann hier Steine nachpacken, kann Lava produzieren. Lava kann... Hm.
Ihr seht, ich habe tatsächlich... Oh. Okay. Okay, das muss die GUI. Open Manual, alles klar. Der Multitong ist ein Block, da kann vier verschiedene Typen von Flüssigkeiten sammeln. Wenn er platziert ist, kann man also, wie es aussieht, nicht wirklich selber einfüllen. Verdammt. Ja, hier steht was von Prozessor drin. Ach du Kacke. Okay. Ich glaube, der war dann halt umsonst, wie es aussieht. Man kann es ja noch mal ganz aus Spaß mal probieren, aber ich denke nicht, dass das was wird. Denn der scheint... hallo? Ah, jetzt ist drin, okay. Okay. Das war jetzt wieder blöd. Fackeln hängen Gott sei Dank weiter oben. Okay. Der wird maschinell benötigt. Der war jetzt für den Arsch. Ärgerlich, ärgerlich. Aber gut, das war zu erwarten. Haben wir hier vielleicht irgendeine Technikkiste, die man noch machen könnte? Schade eigentlich. Schade, schade, schade. Schokolade. So, warte mal. Den nehmen wir hier erstmal drin. Den nehmen wir hier auch mit drin. Wir könnten natürlich hier noch ein paar Blöcke draus machen. Einfach nur, weil die Blöcke... Da kriegt man einfach mal ein bisschen was mehr drin. Beziehungsweise... Ja, kann man hier länger am Leben erhalten. Oh. Aber jetzt tatsächlich wieder... Mit der Hand hier durchhämmern. Oh. Na, das wird ja spannend. Aber gut. Das sollte erstmal... So sein. Wir werden uns auch ein bisschen Eisen. Halt, warte mal. Man kann doch. Nee, kann man nicht. Lass uns noch mal gucken, was wir hier an Tanks haben. Modular-Tank. Das sagt mir nicht wirklich was. Ich bin. Vier Eimer passen hier rein. Das ist nicht viel. Ich bräuchte natürlich. Ah. Modular-Tank. Wie kann man den denn hier verwenden hier? Kann man da nicht irgendwie vielleicht eventuell unter Umständen... Hier passen 16 Eimer rein. 64 Eimer. 256 Eimer. Quarzblock. Gut, Quarz haben wir noch nicht. Redstone-Block. Lapis-Block. Eisen. Eisen ist am wahrscheinlichsten. Warum zeigt er mir jetzt die anderen Rezepte an? Er ist brennbar, ist schon klar. Edit by... Get your things here, get things here. Kann man den... Kann man den verwenden? This tank keeps its contents when broken. Wäre natürlich jetzt... Die Frage. Der Multitank natürlich ärgerlich, dass der halt... nicht geeignet ist. Ich möchte aber auch jetzt nicht unzählig viele Eimer jetzt hier craften, um die Lava irgendwie zu sammeln. Habe ich nicht wirklich Bock drauf. Den Flüssigkeitstank. Wow. Drucktank. Hä? Flüssigkeitstank. Okay, das wären wieder ein paar bisschen Eisen. Ich weiß aber tatsächlich nicht. Tragbarer kann verwendet werden, um Flüssigkeitscontainer zu leeren und zu füllen. Flüssigkeitscontainer. Was haben wir denn hier an Flüssigkeitscontainer? Gar nichts. Ist wahrscheinlich nur die Art der Übersetzung. Na gut. Ja, bräuchten wir wieder 10 Eisen. Einmal für Eisengitter. Für Eisenbarren. Ich habe mit dem Flüssigkeitstank von NRLO noch nicht wirklich gearbeitet. Wollen wir das noch probieren? Wollen wir noch ein bisschen Eisen verschwenden jetzt? Ich meine, wir könnten es ja schlimmer haben. So, mach mal diesen hier, zack. Wir könnten es tatsächlich schlimmer haben.
Wir könnten es schlimmer haben. Jetzt, wenn wir nochmal testen, so, das haben wir da. Glas haben wir auch da. Hallo? Ich hab doch Glas hier. Warum nimmt der jetzt eigentlich nicht mehr das Glas hier aus der Kiste raus hier? Na gut. Jetzt bin ich ja echt mal gespannt, ob das so funktioniert, wa? Wäre natürlich ärgerlich, wenn das jetzt nicht klappt. Okay, klappt. Wie viel kriegen wir denn hier rein? Kann man hier reinkicken? Ja, kann man, tatsächlich. 16 Eimer. Naja, 16 Eimer haben und ein Ende mit weg sein, wa? Aber wir können mit dem Tank, der offensichtlich keinen Strom braucht, könnten wir hier die Lava automatisch rausziehen. Zumindest aus dem ein Ding da oben. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Okay. Der bleibt zumindest heile. Das ist schon mal sehr schön. Naja. So. Nee. Warte mal, wir haben jetzt hier, haben wir nochmal einen Block davon. Das passt schon. Dann haben wir den. Dann könnten wir von hier aus theoretisch gesehen die Lava einlaufen lassen. Das, was er hier rauszieht. Doch, das wäre jetzt eine Maßnahme. Da könnte man zumindest 16 Eimer Lava schon mal regelmäßig sammeln. Ein Träumchen. Ein Träumchen. Bin schwer begeistert. Gut. Ja. Was machen wir dazu? Was brauchen wir denn nochmal für den Leitungsbinder eigentlich? Ich glaube, dazu brauchten wir... Weiß ich gar nicht mehr. Warte mal. Flüssigkeitsdruckleitung. Die haben wir hier. Ah, dazu brauchen wir, glaube ich, denn hier Quarzglas. Genau. Hier bräuchten wir nur... Okay. Flüssigkeitstank. Dazu müssten wir den dann wahrscheinlich etwas unterhalb stellen, damit der funktioniert. Einfach nur normales Glas. Das ist dann aber kein Problem. Dann können wir uns auch zurecht schüsseln. Ja, doch, wie ich es mir gedacht hatte, Ton, Kies und Sand. Bleibt also beim Alten. Na gut, dann passt auf. Dann machen wir nochmal eins. Wir werden einfach mal die Lava, die wir jetzt hier haben, die werden wir da schon mal einfüllen. Einfach nur, weil wir was haben. Na, 4 Eimer werden ja hier pro Crucible gesammelt. Ja. Zack, die. Also es geht doch langsam voran. Ich meine, es ist wirklich langsam. Gut, wir haben schon Netherportal. Wir haben hier schon so, ja doch. Eigentlich ja nicht mal so übel. Was ich hier auf alle Fälle noch machen werde zwischen den Folgen, ich werde hier noch ein kleines Dächlein rüber zaubern. Denn das mit dem Wasser hier, das muss ich nicht haben. Aber hier hat es scheinbar geregnet. Ist natürlich blöd. Gut, dann würde ich sagen, während ich dann jetzt hier einfach mal bastel, werde ich mich verabschieden. Für heute. Denn dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder in einer neuen Aufnahme von. Wo kommt eine Schwarzbrille? Achso. Von Sky Factory 3. Oder? Habt ihr Bock drauf? Ja, würde ich sagen, bis morgen, meine Freunde. Und tschüss.